Herzlich willkommen zu unserem Video über den Aufbau einer starken Bindung zu eurem Hund. Heute teilen wir 5 wertvolle Tipps, mit denen ihr eure Beziehung zu eurem vierbeinigen Freund auf eine neue Ebene heben könnt. Viele denken ja, die Bindung zum Hund, die ist automatisch da, schließlich ist er zum Kuscheln und Spielen da. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Eine echte Bindung, das ist wie eine gute Currywurst, die braucht die richtigen Zutaten. Es geht um gemeinsames Erleben, Verstehen und Vertrauen. Und genau darum soll es heute gehen, wie ihr ein echtes Dreamteam werdet. Hunde sind ja eigentlich Rudeltiere. Nähe und Körperkontakt geben ihnen Sicherheit und Geborgenheit, wie bei einem warmen Stück Apfelkuchen an einem kalten Tag. Wenn euer Hund bei euch schlafen darf, ob im Schlafzimmer oder sogar im Bett, stärkt das eure Bindung enorm. Er spürt eure Nähe, euren Geruch, euren Atem. Das ist für ihn wie ein Anker, der ihm Sicherheit gibt. Natürlich ist das eine Typfrage, ob der Hund mit im Bett schlafen darf. Wichtig ist, dass er einen festen Platz in eurer Nähe hat, an dem er sich entspannt wie nach einem langen Spaziergang im Grunewald. Ein Hund, der ständig weggeschickt wird, der fühlt sich wie auf dem Abstellgleis und das kann zu Unsicherheiten und Problemen führen. Im Rudel wird zusammen gegessen. Das schweißt zusammen, wie ein gemeinsamer Grillabend am See. Versucht euren Hund immer in eure Nähe zu holen, wenn ihr selbst esst. Es muss nicht unbedingt gleichzeitig sein, aber lasst ihn dabei sein. Gebt ihm ein Leckerli oder lasst ihn seinen Napf in eurer Nähe leeren. So fühlt er sich als Teil der Familie und die Bindung wird gestärkt. Klar, wenn ihr im Biergarten seid, kann der Hund nicht unbedingt dabei sein. Wichtig ist, dass es die Regel ist, dass er bei euch ist, wenn ihr esst. Spaziergänge sind viel mehr als nur Pipi machen. Sie sind die perfekte Gelegenheit, eure Bindung zu stärken. Lasst ihn schnüffeln und die Welt erkunden, als wäre es ein großes Freiluftmuseum. Spielt kleine Jagdspielchen mit ihm, versteckt Leckerlis oder werft seinen Ball ins hohe Gras. Das appelliert an seinen natürlichen Jagdinstinkt. Beobachtet dabei aber auch seine Körpersprache. Ist er mit Feuereifer dabei wie beim Public Viewing? Oder wirkt er gestresst und unsicher? Passt die Spiele und die Umgebung an euren Hund an. Spielen ist nicht nur was für Welpen. Körpernahe Spiele wie Zerrspiele oder Rangeln stärken die Bindung besonders, da sie Nähe und Interaktion fördern. Wichtig ist, dass ihr klare Regeln aufstellt und eurem Hund Grenzen setzt, so wie die Verkehrsregeln auf der Autobahn. Er muss lernen, dass er nicht in eure Hände beißen darf und dass das Spiel sofort unterbrochen wird, wenn er zu grob wird. Bleibt konsequent und geduldig, dann wird euer Hund schnell lernen, die Grenzen einzuhalten. Gemeinsame Abenteuer schweißen zusammen, wie eine Fahrradtour an der Ostsee. Ob eine Wanderung in den Bergen, ein Tag am See oder ein Besuch auf einem neuen Hundeplatz, neue Erfahrungen und Herausforderungen stärken die Bindung zwischen euch. Wichtig ist, dass ihr die Abenteuer an die Bedürfnisse eures Hundes anpasst. Ein Welpe wird mit einer Wanderung durch die Alpen überfordert sein, während ein sportlicher Hund sich langweilen wird, wenn er nur an der Leine neben euch herlaufen darf. Achtet auf die Körpersprache eures Hundes und wählt Aktivitäten aus, die euch beiden Spaß machen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, unser Video anzusehen. Wir hoffen, dass unsere Tipps dir helfen, eine noch stärkere Bindung zu deinem Hund aufzubauen. Eine starke Bindung entsteht nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, der Zeit, Geduld und vor allem viel Liebe erfordert. Aber es lohnt sich. Denn ein Hund, der sich geliebt und verstanden fühlt, wird ein treuer Begleiter und Freund fürs Leben sein, sowie ein guter Kumpel, mit dem man Pferde stehlen kann. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.